Tief in Albions Wäldern lag die kleine Stadt Orgwell, unverändert vom Lauf der Zeit und unberührt vom Schwert. Hier lebte ein Junge und seine Familie. Ein Junge, der von Größe träumte, davon ein Held zu sein. Manchmal stellte er sich vor, ein edler Ritter oder ein Hexenmeister zu sein. Gelegentlich träumte er davon, ein böser Krieger zu sein. Aber in seinen Träumen von Größe hätte er sich nicht vorstellen können, was die Macht des Schicksals für ihn vorgesehen hatte. Und mit diesem Intro herzlich willkommen zu Let's Play Fable. Ihr seht schon, wir sind in der Welt von Oakwell. Und für all diejenigen, die nicht wissen, wer ich bin und was hier gerade abgeht. Ich bin Christian von der Let's Play WG und ich spiele mit euch Fable. Zwar den ersten Teil Fable The Lost Chapter. Dieses Spiel ist ein Spiel, das ich in meiner Kindheit extremst gesucht habe, wirklich extremst. Und ich bin einfach richtig froh, das jetzt mit euch zu spielen. Ihr müsst wissen, bei mir kommen jetzt die ganzen Kindheitserinnerungen hoch. Okay, ich bin erst 15, aber scheiß drauf. Ich habe es mit 7 oder so schon auf Xbox, auf dem nicht 360, auf der ganz normalen Xbox gespielt. Und ich bin einfach richtig froh, das jetzt wieder spielen zu können. Es gab ein paar Komplikationen mit der Darstellung von der Auflösung. Deswegen ihr wahrscheinlich auch das Intro abgehackt sehen werdet und ich einfach so mitten aus dem Intro anfangen werde. Mal gucken, wie ich das zusammenstellen kann. Einen Moment kurz. So. Und wir müssen jetzt für unsere Schwester Rosie ein Geschenk kaufen, weil sie ja Geburtstag hat. Nur wir haben halt kein Geld. Ein bisschen blöd. Wir können hier rumlaufen. Ich weiß leider nicht, wie die Steuerung funktioniert. Soll ich mal noch kurz reingucken. Und ich sollte allgemein, und ich weiß nicht wieso, ich habe zwar immer hier 50 FPS durchgehend, aber das Menü ist ein bisschen, laggy. Ich weiß auch nicht wieso. Mal so ein bisschen so. So. Kannst anwenden. Ach, mein Hals. So. Also, passt. Angreifen, linke Maustaste abblocken. Hätte ich gern Abschlussbewegungen, den machen wir so. So, rennen, zack, Ziele aus der Perspektive, Zielen aus der Perspektive und schalten nochmal hier. Interagieren wird auf E gelegt. Nahkampfwaffe ziehen wird auf Q gelegt. Distanzwaffe ziehen wird auf... Oh, scheiße. Ah ne, okay, dann müssen wir es auch so machen. Distanzwaffe ist 2, Nahkampf ist 1. Zielfixierung umschalten ist Tab, Schleichmodus ist Alt. Oh je. Erfahrungskugel einsaugen wird auf 3 gelegt. Zaubermodus aktivieren wird auf... Heilige Scheiße, was soll ich denn da nochmal? Das hier gelegt. Zauber... Alter, ja, Mausrad, Gildensiegel aufladen, das wird wichtig. Dumme Leertaste, Minikarte anzeigen, ja, Kamerazustand, ja. Heldenansichtmodus, okay, ha. Eingabe. Okay, das sind ganz mit F-Taschen mache ich die dann halt. Das passt ja. Okay, schnell leisten, Gegenstand nutzen. Nummer 1. Das ist natürlich jetzt ein bisschen, kann ich da nicht einfach das hier nehmen? Ah, doch, klar geht das. So, hier sind 2. Müssen wir es halt mit den Numblocks machen. So, aber mal zum Spiel. Ich freue mich wirklich extremst darauf. Wirklich, ihr könnt euch. Wie so ein kleines Kind gerade. Ich fand es echt schade. Steam gab es ein Steam-Angebot irgendwie für ein paar Euro. Ich glaube, 1 Euro war es irgendwie. Und ich freue mich einfach wirklich so extrem, weil ich es jetzt endlich hinbekommen habe. Und das mit euch. Ach ja, das kann ich gerne mit euch spielen. Das freut mich einfach richtig. Und ihr seht schon, das Spiel braucht nicht wirklich viele Anforderungen. Ich kann alles auf Ultra stellen. Oh, was? Warte mich nicht. So. Jetzt sollte eigentlich alles gehen. Hier kann man sprinten. Schleichen, rollen kann man sich auch noch irgendwie. Ich weiß noch nicht, wie das gerade geht. Ablocken. Ah, so, stimmt. Okay, reden wir mal mit unserem Vater. Wenn ich etwas über dein gutes Benehmen höre, gebe ich dir Geld für das Geburtstagsgeschenk deiner Schwester. Ach so. Okay, wie kann ich jetzt weiter? Ah, mit E einfach. Okay. Aber ihr seht schon, das Sound ist ein bisschen monoton. Ich kann es leider nicht umstellen, wie ihr seht. Ist ein bisschen blöd. Spieloptionen. Bogen verfolgen, sie fixieren. Ich kann leider nichts machen, tut mir leid. Aber naja, damit müsst ihr leben. Wir können auch klassischen Fable
Bam. Hühner wegtreten. So. Wir können natürlich auch einbrechen, indem wir einfach Türen kaputt hauen auslassen. Wir sind ja. Also ich würde das Spiel gerne als Guter durchspielen. Es macht zwar nicht ganz so viel Spaß, es ist nicht so viel nicht so einfach, aber. Hühnchen. Bam. So. Wir können auch mit den verschiedenen Personen reden. Auckwell ist ja so langweilig. Heute sind alle Geschäfte geschlossen und es gibt nichts zu tun. Oh, verdammt. Naja, für mich gibt's was zu tun. Guten Tag, ja. Wenn man Ärger aus dem Weg geht, kann man es weit bringen. Ja, das werde ich auch tun. So, reden wir mal mit dem. Guten Tag, wie geht's Ihnen? Ich muss auf jeden Fall früh raus. Morgen will ich nämlich nach Bowerstone. Oh, nach Bowerstone, ja. Muss schon ein bisschen zwischen weiter Weg. Wo geht schon unser Händler? Ihr seht schon oben im Zeichen. Schwarzes Hoch. So, das sind die Wächter. Benimm dich, sonst mache ich dir das Leben zur Hölle. So, ich glaube, die ganzen Quests werden grün angezeigt. Ja, das haben wir schon. Ah ja, genau, grün. Guten Tag, die Frau. Kann ich Ihnen helfen? Wo steckt mein treuloser, fauler Mann? Oh, gibt's da Stress in der Ehe? Ist bestimmt wieder bei so einem Weibsbild. Ja, das kann gut sein. Ich mache ihm den Haushalt, erziehe seine Kinder und was habe ich davon? Nichts. Bisschen viel Arbeit. Sag mir Bescheid, wenn du ihn findest, ja? Ja, natürlich. Bis dann, ich werde dir Mann suchen. Viel Glück noch. So, Steph, wir haben jetzt den Auftrag, einen Mann zu suchen. So, wir laufen mal hier durch. Guten Tag, Herr Wächter. Ich mache nichts Verbotenes. Ah, okay, hier kommen wir leider nicht weiter. Wir sprinten mal ein bisschen. Ihr seht schon oben unsere Minimap. Ah, da wird uns immer dieser, sag ich mal, Quest angezeigt, wo wir hin müssen. Grün sind die ganzen Sachen, die wir machen können. Zum Beispiel der Händler. Hier drüben hat dann die Frau. Also da gibt es echt viel, was wir machen können. Ich laufe mal gerade auf diesen grünen Punkt. Und ich muss sagen, das Spiel sieht echt alt aus. Okay, ich glaube, das sieht nicht schön aus, aber es sieht einfach stimmig aus, wie bei jedem Spiel, finde ich es. Oh. Gott, was gibt's hier? Kleine Kürbis. Was für eine schmutzige Fantasie. Ja, hey. Was? Hört auf. Ich wollte doch nur. Ich. Ja. Ich kenne diese Frau überhaupt nicht. Wer ist sie? Oh, du gehst deine Frau. Hör her. Kein Wort davon. Hast du verstanden? Oh, glaubst du? Meine Frau ist mit den Kindern daheim, aber ein Mann sollte tun und lassen. Nein, was er will, du musst treu sein, mein Freund. Wenn du dieses kleine Geheimnis bewahrst, gebe ich dir ein Goldstück. Nein. Sag meiner Frau nichts davon. Du, ihr seid Abschaum. Das erzähle ich deiner Frau, mein Freund. Das erzähle ich deiner Frau. Sie findet meine persönliche Meinung zu Frauen betrügen. Uah. Sollte man nicht tun. Weil wenn man dann Leuten wirklich sehr, sehr verletzt und ihnen das Herz bricht, genauso Männer, Frauen Männer verlassen, geht auch nicht. Mein treuloser Faul ist bestimmt wieder bei ich mach ihm den Haushalt. Sag mir Bescheid, wenn du ihn... Ich hab ihn gefunden. Wirklich? Danke, junger Herr, für die Information. Oh ja, wir kriegen jetzt ein Goldstück, okay. Was machst du jetzt? Oh, sag ich bitte, die läuft zu ihrem Mann. Oh ja, das tut sie. Lauf. So. Komm mal grad mal hinterher. Oh, geil. Also die Aufnahmen sind auch nicht so schön, aber nee. Aber das Spiel wird echt noch cool. So. Ich überlege mal hier versteckt. Ich sollte sie dir abhacken. Wir haben gar nichts gemacht, ehrlich. Beleidige mich nicht mehr. Meine Mutter hatte recht mit dir. Okay, wir gehen mal schnell weg. Das ging ja richtig ab. Boah. So. Hier kann man. Hier ist auch noch irgendwas Grünes. Ah ne, das ist der Händler. Ich glaube, wir können jetzt hier rechts laufen. Da sind noch ein paar Sachen. Alles in Ordnung, mein Freund. Ich habe nichts getan. Oh, dem Himmel sei Dank. Hör mal, Junge. Kannst du mir einen Gefallen tun? Na klar. Ich muss mal dem Ruf der Natur folgen. Bleib hier und bewach diese Waren für mich, ja? Ja, klar. Stell dich einfach zwischen die zwei Stapel und reg dich nicht vom Fleck. Ich leg ein gutes Wort für dich ein, wenn ich wiederkomme. Also, es dauert nicht lang. Na gut. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht kämpfen oder sowas. So. Der Ritter sagt, die Professoren dieser Lagerhäuser könnten tolles und schlecht. Zertrümmer die Fässer, während er weg ist, und guck rein, falls du keine Angst hast. Falls du nicht nur eine große Heulung bist. Komm schon! Ich bin cool. Ich bin cool, aber... Willst du nur wie eine Statue da rumstehen? Ja, ich bin ein netter Mann. Du bist doch so langweilig. Nein, ich bin wirklich ein netter Mann. Würdest du nicht lieber was? Du bist ja so ein... Ja und? Ich bin dafür ein ehrlicher Mann. Und...
Ihr seht schon, ich weiß nicht mehr, wie unser Charakter heißt. Ich glaube, er hat sogar gar keinen Namen mehr. In Fable, ach, halt die Fresse. Ich sollte vielleicht hier bleiben. In Fable gehen wir die Geschichte durch von unserem Helden, der langsam und langsam erwachsen wird. Ja, tue ich auch. Dahin kommt schon gleich unser Mann. Ich habe noch so ein paar, ja, nicht Gedächtnislücken, ich weiß, noch so ein paar Sachen über das Spiel. Wie soll ich die Quest, an die konnte ich mich noch gut erinnern. Ich weiß aber allerdings nicht mehr, wo die anderen Guten sind. Ah. Ach, gerne. Jeder muss nochmal schiffen gehen. Ich sag deinem Papst, was für ein toller Wächter du bist. Ah, danke. So. Ich habe mich auch noch erinnert, dass wir drei gute Taten brauchen, soweit ich weiß. Was? Oh. Ich weiß nicht mehr, wo sie ist. Wer ist denn Rosie? Eine Rosine? Oh, aber das ist. Ich muss heute ihre Füllung wechseln und ich kann sie nicht finden. Ach, ein Kuscheltier. Hilfe, bitte. Ja, na klar, helfe ich dir. Sie ist ein hübsches kleines Bärchen mit einem blauen Flecken auf dem Fellrücken. Okay. Natürlich, ich mache mich auf den Weg, keine Angst, das kriegen wir hin. Okay, da drüben ist der Händler, das heißt, da rechts gibt's noch eine. So, ah, wir müssen Rosie finden. Blöder kleiner Idiot! Hol den weg von mir! Du warst doch gerade eben der die ganze Küchen zertrümmern sollte. Hey, Kumpel. Nicht du. Was sagt der? Ich hab gerade mit diesem Nervbeutel. Er hat mit meiner Schwester und ihrem blöden Teddy. Jetzt gibt er ihn mir nicht, weil ich gesagt habe. Ah, du hast den Teddy, du Arsch. Komm her. Au, das tut au. Das Gesicht. Tut mir leid, ich lass ihn in Ruhe. Ja, jetzt geh. Ich hau mich nicht mehr. Piss dich. Spasti. Danke sehr. Oh. Danke sehr. Immer wieder gerne, mein Freund. Falls du irgendwelche Probleme hast, einfach sagen. Kümmer du dich um Rosie. Bei dir ist sie sicher. Ja, bist du wirklich. Ich werde sie dann fast zurückgeben. So, wir haben den Teddy, sehr gut. Ihr seht schon, wir haben oben drei gute Taten vollbracht. Also, ja, im Prinzip ist schon mal drei gute Taten. Wir werden in der Zeit auch so einen Heiligenschein über unserem Kopf kriegen. Oder halt dann Hörner, wie wir spielen. Eventuell, wenn ich das Spiel schaffe, werde ich es auch zweimal durchspielen. Einmal gut und einmal böse. Du hast Rosie gefunden. Recht herzlichen Dank. Ach, gerne. Komm, Rosie, wir wechseln deine Füllung. So. Ich würde gerne alle machen, also da ist der Händler, mit dem wir uns dann, ich weiß nicht, ich glaube Rosen oder sowas haben wir, nee, Paralin waren es, was wir gekauft haben. Ist deine Mutter wieder fort? Na, wenigstens kümmert sich dein Vater um dich. Ja, tut er. Macht er so Sache sehr, sehr gut. So, wir können jetzt hier reden. Ich glaube da hinten, das weiß ich noch, da wartet unsere Schwester. Wir gehen mal hier. Gut gemacht, Junge. Ich glaube, du hast schon genug beisammen, Sohn. Ja, habe ich auch. Na gut, dann gehen wir jetzt mal schnell zum Händler. 4 Gold haben wir. Ihr seht oben links auch übrigens noch unser Herzbalken. Wir können mit M übrigens auch so eine Zwischenkarte öffnen, was mir persönlich ein bisschen zu groß ist. Ein bisschen aufgepixelt, aber egal. So, lieber Händler. Hallo Junge, ich bin Händler. Ich ziehe herum und kaufe und verkaufe Waren. Besonders so netten Leuten wie dir. Ach, oh ja, klar. Ein kleines Mädchen sagte, ihr hättet eine Schwester und die hätte Geburtstag. Oh, dieser Bart hier, dieses Schnauzbart, wie kann sowas stehen? Anscheinend hast du noch kein Geschenk für sie. Zufällig habe ich hier eine Schachtel mit leckeren Süßigkeiten. Oh, okay. Ihr Freund garantiert jede Schwester. Und das für nur 3 Goldstücke. 3? Na klar. Gib mir deine Praline. Junger Herr, sie gehören... Okay, wir haben Pralinen. 1 Goldstück haben wir noch, so. Wir müssen jetzt hoch zur Quest. Übrigens, die Anzahl da oben, dieses, seht ihr diese 4 neben der Unimap? Das sind die Anzahl der Leute, die uns zurzeit sehen. Ah, ich weiß gar nicht, was genau heißt. Ah, keine Ahnung. Ich glaube schon. So. Über die Brücke. Oh, fuck, ich bin falsch gelaufen, glaube ich. Kann ich da trotzdem noch hin? Ja, kann ich. Nehmen wir halt hier. Ich kann glaube auch, ja. Ah, nee. Aber sieht schon. Vor allem, also Leute, die Musik in Fable ist wirklich die beste, wirklich. Die Musik im Hintergrund. Ach, davon kriegt man einfach noch schön. Und jetzt wird gleich was passieren, was nicht so schön ist. Für alle, die Fable gespielt haben, wissen, was ich meine. Unsere Schwester. Hallo, kleiner Bruder. Hallo. Ich hoffe, du hast nicht wie letztes Jahr vergessen, was für ein Tag heute ist. Weil Mutter, ich gestern Nacht geweckt habe. Ach. Es war wieder so ein Traum. Ja, kann ich verstehen. Habe ich auch nicht. Ich stand auf diesem Feld, als was passierte. Aber ich weiß nicht mehr, nicht was. Mehr. Aber egal. Ich warte immer noch auf mein Geschenk. Ja, so ein Geschenk, Das ist so eine Sache, Schwester. Ich hab da nur so ein paar Pralinchen für dich. Ich wusste, ich würde Pralinen bekommen. Genau wie in meinem Traum. Also, sie hatten Visionen. Los, wir gehen nach Hause. Mutter wird jeden Moment zu meiner Feier kommen. Und unsere Mutter? Wir haben auch eine Mutter. Okay. Na gut, dann gehen wir mal. Ich wusste, ich würde Pralinen bekommen.
Ja, okay, und dann. Wir gehen nach Hause. Na gut, dann gehen wir mal, auch wenn ich es nur sehr ungern tue. Ihr werdet sehen, wieso. Wartet, irgendwas ist hier faul. Räuber! Wartet. Bam. Es geht tatsächlich los. Sie sind da. Nein. Wie in ihrem Traum. Spring, mein kleiner Freund, versteck dich. Erwischt. Ja. Sie töten alle Leute. Versteck dich, mein Freund. Mit dir wird noch Großes geplant. Übrigens diese interessante Hand gezeichnet. Das Böse war nach Orkwell gekommen. Räuber metzelten und verbrannten alles, was ihnen begegnete. Blutrote Flammen erhellten die Nacht, während die Dorfbewohner schreiend um Gnade flehten, doch bald lagen ihre Leichen in den Straßen. Dann erreichten die Angreifer das letzte Haus, wo ein Junge mit seiner Familie lebte. Wegen dieser Familie hatten sie das Blutbad angerichtet. Der Vater kämpfte hart für die Seinen, doch er war kein Krieger und fiel tödlich verletzt. Die Räuber suchten überall im Haus, fanden den Jungen aber nicht. Weder Folter noch Drohungen lösten die Zungen seiner Mutter und Schwester, und die wütenden Angreifer entführten beide. Alles nur wegen uns. Aus dem Wald sah der Junge, wie ihm alles genommen wurde, was er kannte, und wie sein ganzes Leben in Blut und Asche aufging. Er war allein. Das nicht für lange Zeit. Okay, es brennt alles. Wieso fing es hier an? Alles nur wegen uns. Ihr seht schon, die Grafik ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Aber schreien sie immer noch. Was hat das alles auf sich? Wieso sind... Oh, kann ich da gerade irgendwas machen? Nein. Wieso sind es wir, die gesucht werden? Was haben sie mit uns vor und vor allem was machen sie mit unserer Schwester und unserer Mutter? Unser Vater ist wahrscheinlich tot. Ah, oh, heiß. Roll dich durch, mein Freund. Da hinten wohnen wir. Nein, bitte nicht. Oh Gott. So, ich mein Junge. Oh, scheiße. Oh Gott, gleich aus. Wow. Blitz. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Wer sind sie? Sie sind alle tot. Du möchtest doch wohl nicht auch so enden, oder? Nein. Reich mir deine Hand. Gut, komm. Weh, du fängst schon wieder mit mir an, du Kranker. Und weg sind wir. Lassen unseren Vater ganz alleine zurück. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr das auf den Markt. Erstmal ein bisschen. Huch. Na los. Spar deine Kräfte. Mit mir willst du nicht kämpfen. Du weißt es vielleicht nicht, aber ich habe dir gerade das Leben gerettet. In Orkwell gibt es nichts mehr für dich. Wärst du geblieben, wärst du jetzt schon tot wie der Rest von ihnen. Ich fahre wieder zurück zu meiner Familie. Bin ich. Oh, ich habe eigentlich gar nichts mehr. Ich hoffe, meine Mutter und meine Schwester leben noch. Ich bin Mace. Vorspieler der Heldengilde. Du hast bestimmt schon davon gehört. Nein. Du findest in ganz Albion keinen sichereren Ort. Oder ein besseres Zuhause. Okay. Falls du nach Vergeltung trachtest, brauchst du das Training, das nur hier angeht. Vergeltung. Schlimmes Wort. Wir sind da. Ich werde dich dem Gildenmeister vorstellen. Er wird von jetzt an dein Lehrmeister sein. Okay. Alle tot und jetzt in der Gilde.
Die Musik in der Kirche ist übrigens episch. Ich habe einen neuen Schüler für euch. Er kann sich das Zimmer mit dem Mädchen teilen. Oh, mit einem Mädchen. Boah. Ihr seht mir nicht gerade nach einem zukünftigen Helden aus, aber Mace weiß wohl, was er tut. Tja, also dann folgt mir. Ja, okay. Mace, nochmal danke für alles. Du hast mir wirklich geholfen. Ich bin dir was schuldig. Ihr teilt diesen Raum mit Whisper, einer unserer klügsten Schülerinnen. Sie spielt momentan im Wald, aber ihr lernt sie morgen früh bestimmt kennen. Okay. Aber jetzt solltet ihr erst einmal schlafen. Euer Training beginnt morgen. Was? Oh Gott. Na gut, wird ein anstrengender Tag für uns. Vielleicht sollten wir doch mal ein bisschen schlafen gehen und nicht rumheulen, verdammt. Also gut, mein Junge. Wir sind auf dem Gildengelände. Die Sonne geht auf und es ist morgen. Zeit zum Aufwachen. Oh, Whisper. Mein Zimmergenosse sein. Klein als ich dachte. Klein, aber oho, würde ich sagen. Ich heiße Whisper. Bin schon seit einem Monat hier. Hatte das Zimmer für mich allein. Aber na gut. Wisst ihr, dass ihr im Schlaf redet? Hörte sich nach einem Albtraum an. Ja. Das geht vielen in der ersten Woche so. Manche halten nicht mal so lange durch. Ich halte lang durch. Ich halte länger durch als du. Jetzt mal Tempo. Der Gildenmeister wartet im Kartenraum auf uns. Ihr wollt doch nicht schon am ersten Tag zu spät kommen. Nein. Los geht's, wohin? Oh, der hat ein cooles Gewand, muss ich schon sagen. Okay. Kartenraum wartet auf uns. Der Gildenmeister hatte wohl keine Lust mehr zu warten. Er ist wahrscheinlich auf dem Trainingsgelände jenseits des Flusses. Auf geht's! Wohin? Ja. Also jetzt ist der Anfang schon anders wie auf der Xbox-Version. Auf der Xbox-Version hat sie gleich gesagt, hopp, hopp, Beeilung, wir mussten gleich zum Trainingsgelände rennen. Was wir auch machen können. Also Leute, jetzt mal kurz was Episches. Oh, ich meine natürlich. Ups. Ich werde Erster sein. Nee. Guten Tag, Gildenmeister. Ich bin Erster. Also dann, es ist Zeit, dass wir herausfinden, was in euch steckt. In den Ring, was? Aber nicht Gegner. Ich will, dass ihr die Attrappe so heftig angreift, wie ihr könnt. Okay. Macht weiter, bis ich aufhören sage. Okay. Bereit. Ausweichen. Bam. Oh, nochmal. Und zack. Okay. Sehr viel habt ihr ja nicht gerade ausgerichtet, was? Na, stimmt. Hier, versucht es damit. One Stock. Geil. Oh, ich muss die irgendwie ziehen mit 1 Wasserlauf, ja. So, in your face und bam und Shazam und boom. Von hinten. So, weg mit der Struktur. Ah, so ist es schon besser. Oh, was liegt da? Eliminiert ihr einen Feind wie die Attrappe hier, lässt ihr eine Erfahrungskugel. Diese Kugeln enthalten das Wissen, das ihr durch das Töten der Kreatur erhaltet. Okay. Es ist sehr wichtig, dass ihr diese Kugeln einsammelt, denn sonst lernt ihr nichts. Mhm. Jetzt hebt sie auf. Oh, auf was habe ich das denn nochmal gestellt? Mit 3? Gut gemacht, Junge. Nun denn, morgen werden wir... Das ist der Alarm der Gilde. Hört sich an, als wäre im Wald irgendwas im Busch. Das ist eine gute Gelegenheit, um euren Geist zu testen. Oh, nö. Ich warte am Eingang zum Gildenwald auf euch, während ihr euch mit dem Problem befasst. Na gut. Wenn ihr fertig seid, reden wir über den Beginn eures Trainings. Das ist ja ein Troll. Ah, Questbeginn. Nahkampfprüfung. Tötet die Käfer, die den Gildenwald unsicher machen. Bekannt das Grad plus 30. 20 Gold. F9, was? Ihr habt einen neuen Quest begonnen. Okay, F9 kann man die Dinger, Pfeile, ja, das weiß ich schon. Würden wir mal kurz die Kiste angucken, ich weiß gar nicht, was mit denen auf sich hatte. Ja, eine Albion, bla bla bla. Von Silberschlüsseln brauchen wir. Wir können eigentlich noch ein bisschen. Witzig. So, ups. Wir laufen mal jetzt einfach mal kurz in den Wald rein. Nicht mit gezogener Waffe. Aber ich würde dann mit den Leuten hier ein bisschen reden. Leute, jetzt sind dagegen Ausdrucksmittel von F8, bla bla bla, okay. Grundhaltung mit Karte oder. Ach so, okay. Hallo, mein Kleiner. Hey. Aber ich wollte nicht F4 drücken. Ich wollte das machen. Verdammt.
kann ich das nicht machen. Nein. Vier. Achso. Ich lach nur. Ach, die lachen mit mir. Sehr gut. Der Part wird jetzt mal ein bisschen länger. Oh, ein Apfel. Kochapfel mal gefunden. Bildmeister. Komm. Oh, fuck. So, rein da. In Gildenwald. Hier sehen wir mal, wie der aussieht. Ziehen wir lieber unser Schwert. Ihr seht schon auf dem Minimap die Gegner. Da vor uns sind relativ viele. Käfer. Kommt her. Wow. Okay. Das sind die nächsten. Auf. Und nochmal. Oh. Oh. Hinter uns. Oh, hätte ich fast nicht gesehen. Okay, okay, ganz ruhig. Einmal kurz. Zack. Das sind zwar jetzt nur leichte Gegner, aber wir sollten aufpassen, dass wir jetzt ein bisschen so viel möglich wie möglich. Okay. Extra Gold haben wir nichts, aber wie kann er jetzt gerade? Okay, wir sollen mal kurz. Junge. Die Käfer sind alle tot. Jetzt gucken, wie die zu uns hingehen. Kommt, kommt. Oh, oh, das wurde immer zu langsam. Oh. Oh. So. Ich glaube, wir haben alle Kugeln aufgesammelt. Soweit ich jetzt laufe, mal kurz mit 3 rum. Drück einfach mal 3. Nichts mehr, okay. Steck mal kurz noch ein Stückchen weg. Und gehen wieder aus dem Wald raus. Wenigstens mal die allererste Nahkampferfahrung. Mit Käfern. Huh. Wenn umkommen können. Durch Borreliose oder sowas. Haben wir es gemeistert. Gut gemacht, Junge. Diese Käfer können eine oh ja. Hier. Ich glaube, dafür habt ihr euch ein bisschen Taschengeld. Oh, Taschengeld. Das hat sich wenn schon gut ihr mehr an. Gold wollt, wendet euch an die Diener. Sie könnten sicher Hilfe brauchen. Ein Diener. Ihr könnt jetzt die Gilde erkunden. Es sei denn, ihr seid bereit, euer Training fortzusetzen. Möchtet ihr eure Kindheit hinter euch lassen und lehren? Nein, noch nicht. Ich würde gerne noch ein bisschen was erkunden und ein bisschen spielen. Bin ich auch, ja, aber ich will auch noch ein paar Äpfel aufsammeln. Gedacht, die Statue. Wir erkunden mal so ein bisschen. Wir haben ja noch Zeit, ich würde sagen, so 30 Minuten gehen da schon klar. Was ist denn hier drin? Sieht auf jeden Fall mächtig aus. Oh. Oben. Die glitzern. Da ist auch irgendwas Interessantes hier. Nein, nur noch ein Durchgang, okay. Ich kann aber auch ein bisschen. Oh, hier stand was. Hier sind die Überreste von Solches begraben. Heben, legen deren Magier, der sein eigenes Leben opferte, während er seinen größten Zauber wirkte, um einen Wirbel zu schließen, der Bowerstone zu aufsaugen drohte. Jetzt hier noch irgendwas Gutes zu lesen? Dieses Grab wartet auf einen Helden. Die Legende würde ich jetzt hier begraben zu liegen. Okay, wer liegt hier? Hier ruhen die sterblichen Überreste von Holder, dem großen Krieger, der den letzten Drachen Avions zähmte und auf ihm in unzählige Schlachten ritt. Als Befehlshaber der Drachenritter wachte über alle Männer und Frauen in den südlichen Ländern. Hier gibt's auch noch einen. Hier liegt Delphi, einst die mächtigste Zauberin Albions, wo sie den größten Teil ihres Lebens eigennützig und mit dem Quälen anderer verbrachte, bereute sie später und gab ihre verheerenden Kräfte zum Wohl der Gilde auf. Okay, also ziemlich viele Helden hier. Guten Tag. 50 Sekunden habe ich gebraucht. Das hat keiner geschlagen. Bei was denn? Wir streiten darüber, ob ich der schnellste Lehrling dieser Gilde bin. Glaube ich nicht. Ich bin in 50 Sekunden zur Dämonentür und zurückgerannt. Über... Na gut, lauft in 50 Sekunden zu dem... Wo steht der Dämonentyp? Oh, fuck! Unmöglich! Ich bin der schnellste Gilde-Lehrling. Geil, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Na egal, 50 Sekunden, das schaffen wir. Dämonentür, wo ist die scheiß Dämonentür? Hier? Ist das... Nein, das ist nicht die Dämonentür, oder? Nach dem Kampf gegen die Käfer... Ich weiß nicht mal, wo die Dämonentür ist. Ah, ich glaube, ich weiß, was die Dämonentür ist. Fuck! Oh, okay. Aber das schaffen wir vielleicht noch. Und wieder zurück. Okay, das schaffen wir nicht mehr. Ich glaube, das da hinten ist die Dämonentür, aber ich bin mir nicht sicher. Oh, da ist jetzt die Dämonentür. Ah, das ist die Dämonentür. Licht. Nicht hell genug. Ja, und halt wieder zurück, aber... Ah, komm, das machen wir jetzt noch einmal kurz. Ich habe es ja leider nicht geschafft.
wie ich das schaffen soll. Ich wusste nicht mal, wo es hingeht. Guten Tag, Apfel. Hallo, mein Junge. Hallo, ich habe eigentlich mit Apfel geredet. Cool. Boah, 50 Sekunden sind schon heftig, wenn ich überlege, wer das... Okay, aber das kann ich schaffen, das kann ich gut schaffen. Tut mir leid, ihr seid... Ihr schon wieder. Ich schaff das, ja. Na gut, lauf den... Ich bin der Schnellste. Und wieder zurück, okay. Aus dem Weg. Ich muss schnell zur Dämonentür laufen. Und ich muss sagen, diese ganzen Quests, das sind auch noch Quests, wo man schnell schießen muss. Und die sind echt anspruchsvoll. Also ich glaube, ich renne jetzt pausenlos durch, so gut wie es geht. Und ich glaube nicht, dass ich das perfekt schaffen werde. Ich verbeide die Dämonentür, ich verbeide die Dämonentür, ich verbeide die Dämonentür. Okay, 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 weiter, weiter, weiter. 20, 19, 18, okay. Das schaffen wir vielleicht noch. Okay, okay, okay. Aber es war knapp, es war knapp, es war knapp. 12, 10, 9, 8, 7, jawohl, 6. Fuck. 5, 4, 3. Niemals nicht. Das ist. Ja. Wow, letzte Sekunde. Ha. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Komme ich dann irgendwie wieder hoch in meinen Schlafgemach? Ist ja ganz praktisch. Ah ja, hier gibt es sogar eine Treppe. Guten Tag. Die Gilde. Der beste Ort in ganz Albion. Man kann auch eine Frau haben, mit ihr Kinder zeugen. Das geht auch. Aber das werden wir ja später herausfinden. Guten Tag, Miss. Nettes Dekolleté haben Sie da. Oh Gott, ich habe nicht darauf geguckt. Lügner. Ah, ich würde sagen, mit diesem Ausblick über die Gilde von Albion verabschieden wir uns mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat diese Begegnung gefallen und ich freue mich wirklich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn wir uns in die Heldenstufe begeben und unsere Kindheit hinter uns lassen und langsam zu einem Helden werden. Dieses Let's Play wird noch lange, lange gehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao.